Oh. Uff, nee. Achtung, es fällt, das kriege ich nicht hin. Ah, doch. Jetzt geht's. Oh. Ich bin Isabella und 22 Jahre alt. Heute soll mich dieser Anzug älter machen. 40 Jahre in wenigen Minuten. Und das simuliert quasi, dass das die Gelenke schwerer das werden? Oder weniger an Kraft. Und wenn jemand, ihre Oma, älter ist und das auch macht, ohne die Gewichte, dann kann sie das trotzdem nur so lange, wie sie es mit den Gewichten können. Okay. Schon jetzt merke ich, dass ich mir jede Bewegung zweimal überlege. Noch was? Oh ja. Oh nein, kein Tinnitus bitte. Nur im Straßenverkehr. Also Isabella, willkommen im Alter. Und so sind es 40 Jahre Alterung. Oh Gott. Okay. Ich versuche mir jetzt mal die Schuhe anzuziehen. Ja. Oh, ich kriege hier echt ein bisschen Beklemmung. Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich fühle mich viel älter, als ich sein soll. Statt Anfang 60 eher wie Anfang 80. Diese Anzüge sollen Bürgermeistern und Planern helfen, unsere Städte altersfit zu machen. Ich muss die ganze Zeit an meine Oma denken. Ja. Was merken Sie denn für einen Unterschied zwischen quasi heute und Ihrem Zustand vor 40 Jahren? Naja gut, man wird älter und alles miteinander, man ist nicht mehr so schnell. Man vergisst einiges. Körbchen. Noch geht's auch. Okay. Einkaufen muss jeder. Ein Supermarkt eignet sich deshalb als Testlabor für den Anzug. Also das Geräusch vom Kühlschrank und die ganzen Geräusche um mich herum sind irgendwie viel störender, obwohl ich eigentlich ein ständiges Rauschen auf den Ohren habe. Aber ja, und das hier geht dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist dann, da brauche ich wirklich einfach Hilfe. Die ist auch wieder gerade das runtergefallen, oder? Echt? Ja. Oh, das hier ist runtergefallen? Ja. Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay, so. Oh. Das kann ich auch, was steht denn hier drauf? Ich kann das einfach nicht lesen. Also die Preise, zwei, nee. Kannst du lesen, was da draufsteht? Ja, aber hier Bananen, 1,99. Ja, das ist sowieso viel zu klein geschrieben. Das kann ich auch mit Brille nicht lesen. Das ist schon krass, ne? Müsste ich eine Lupe mitnehmen. Ich nehme mal, soll ich das denn jetzt nicht aufkriegen? Also ich merke schon, dass es einfach durch die Arthrosis oder die simulierte Arthrosis einfach sehr schwierig ist und zusätzlich durch den verminderten Tastsinn. Ich versuche das mal. Ach du Jemine. So, jetzt habe ich's. Und vor allem kann ich einfach meinen Kopf auch nicht mehr so einknicken. Also ich kann nicht mehr so gut runter gucken. Paprika. 3,99. Okay. Die obersten Regale kommen mir jetzt unerreichbar vor. Mein Gleichgewichtssinn ist durcheinander, mir wird schlecht und ich zweifle, ob ich das Experiment durchziehen werde. Ich bin unsicher und zittrig. Wenn ich stolpern würde, könnte ich mich jetzt nicht mehr abfangen. Ihr Geheimtipp fürs Alter? Sport. Sport. So, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. 4. Kein Problem. Ich lege Ihnen das so. So. Danke. Danke Ihnen. Tschüss. Nach 3 Stunden heißt es Anzug ablegen. Diese ganzen Gewichte, ich fühle mich befreit und noch jünger als meine eigentlichen 22 Jahre. Ich bin wieder ganz die Alte und das war eine krasse Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, wie auch im Laufe der Zeit mit einem gewissen Training sich meine Sicht daran gewöhnt hat und auch meine Gelenke irgendwie oder meine Muskulatur sich daran gewöhnt hat, dass die Gelenke so eingeschränkt sind. Und insofern kann man sagen, das ist eine gute Simulation. Es
imitiert das Altern sehr gut, aber jeder altert eben individuell und für sich.